wenden uns auf einem guten Weg. Aber dieses Virus gibt nicht einfach auf. Wir sind vielfach müde, pandemiemüde. Das Virus ist es nicht. Es wird ansteckender, es verändert sich. Am Ende heißt der Mutation nichts anderes als Veränderung. Es verändert sich, um auch zu überleben. Ja, der Gesundheitsminister hat Verständnis für das Coronavirus. Er will ja derzeit auch nur im politischen Spitzenamt überleben, nachdem er von der Kanzlerin wieder einmal in die Schranken gewiesen worden ist. Keine leichte Zeit für den Gesundheitsminister. Erst die Enttäuschung über die Corona-App, dann läuft die Impfkampagne schleppend und jetzt hat die Kanzlerin auch noch den Starttermin für die kostenlosen Schnelltests verschoben. Am Mittwoch nun stellte sich Spahn den Fragen der Bundestagsabgeordneten. Die waren eher zurückhaltend, doch manch ein Mandatsträger wollte vom Minister tatsächlich konkrete Fakten hören. Aber nicht mit Jens Spahn. Bei der Nichtbeantwortung von Fragen zeigt er wahre Meisterschaft. Insbesondere dann, wenn die sogenannten Inzidenzzahlen in Frage gestellt werden. Gleichzeitig sind ja die Inzidenzen nichts anderes als eine mathematische Folge, ein mathematisches Ergebnis der Positivtestung. Und es ist davon auszugehen, dass, wenn mehr getestet wird, auch mehr positive Tests zustande kommen werden. Halten Sie es vor dem Hintergrund für angemessen, dass eben auch in Zukunft die Bundesregierung ihre Entscheidungen vor allem auf die Inzidenzzahlen basiert und viele relevante Größen, wie zum Beispiel die Auslastung der Krankenhäuser, die Krankheitsverläufe, nur, sagen wir mal, sehr beiseite geschoben werden. Je mehr getestet wird, umso mehr wird auch positiv getestet werden. Und gehen Sie mit mir konform, dass dies auch dann zu einer Erhöhung der Inzidenzen führen wird. Wenn Sie mehr testen, ist die Wahrscheinlichkeit erstens, dass Sie eine gewisse Dunkelziffer damit entdecken von Menschen, die gar nicht wissen, dass sie sich angesteckt haben, die keine Symptome haben, natürlich entdecken. Und das Zweite ist das Risiko von falsch positiven Ergebnissen. Natürlich, umso mehr sie in die Millionen geben, desto mehr steigt auch beim besten Test ein gewisses Risiko. Deswegen empfehlen wir ja die PCR-Nachtestung. Und idealerweise ist die auch die, die die Inzidenzwerte dann entsprechend bestimmt. Zum Zweiten möchte ich einem deutlich widersprechen. Ich erinnere mich ja, das dauert ja immer etwas, bis man zur Fragestunde wieder hier ist. Das letzte Mal, als ich zur Fragestunde hier war, haben Sie alle mich nachvollziehbarerweise zum R-Wert befragt. Wir hatten mal eine Phase der Debatte, da haben alle auf diesen Wert geschaut. Jetzt schauen alle auf den Wert. Ich halte wenig davon, nur auf einen Wert zu schauen. Verschiedene Werte sind, jetzt warten Sie doch mal, verschiedene Werte sind ein Indikator dafür, genauer hinzuschauen. Der Bundestag hat mit nachvollziehbaren Gründen entschieden, dass die Inzidenz von 35 und 50 ein Indikator ist, insbesondere bei steigendem Infektionsgeschehen, genauer hinzuschauen, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Pandemie lässt sich nicht auf eine Zahl reduzieren, aber die Zahl, die auch der Deutsche Bundestag im Infektionsschutzgesetz gewählt hat, ist ein wichtiger Indikator dafür, genauer hinzuschauen und Maßnahmen abzuleiten. Toll, nicht wahr? Um die Grundrechte der Bürger einzuschränken, ist es ein wichtiger Wert. Zur Not kann man aber auch auf andere zurückgreifen. Hat er das so gemeint? Eine Nachfrage war da wenig verwunderlich. Herr Minister, Sie haben ja mehrfach gesagt, Sie würden nicht nur auf den Inzidenzwert abstellen, sondern verschiedene andere Werte. Die Realität ist eine andere. Ich habe hier den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Februar diesen Jahres. Da ist ausschließlich wird auf den Inzidenzwert abgestellt. Und damit begründen Sie massivste Grundrechtseinschränkungen, nicht nur von Bürgern, auch von der Wirtschaft, von Kultureinrichtungen. Und wir alle wissen, das hatte der Kollege vorhin schon angedeutet, dass der Inzidenzwert alleine nicht ausreicht. Wir müssen auch das Alter, die Vorerkrankungen der Infizierten berücksichtigen. Wir müssen berücksichtigen, wie viel getestet wurde. Wir müssen berücksichtigen, wie die Intensivstationen ausgelastet sind. Und wir müssen berücksichtigen, wie die Gesundheitsämter aufgestellt sind. Deshalb meine Frage, wann kommt ein Beschluss, dass Sie nicht mehr nur auf die Inzidenz abstellen, sondern wenigstens die Inzidenz gewichten? Dieser konkreten Frage versucht der Meister spezieller Antworten nicht etwa mit billigen Textbausteinen zu entkommen. Er überrascht zuerst mit Gefühl, um den Fragesteller dann moralisch zu erledigen. Ich finde übrigens auch noch einen Aspekt ganz wichtig, den wir berücksichtigen sollten, wie es uns allen gemeinsam dabei geht. Aber unabhängig davon finde ich schon sehr wichtig. Ich habe manchmal den Eindruck, wir führen diese Debatten immer so, dass wir auf Intensivstationen, alle gucken nur auf die Werte auf dem Screen, aber keiner schaut so richtig, wie es geht den Patienten dabei. Und deswegen ist es wichtig, miteinander immer das gesamte Bild zu nehmen. Die Werte und die Lage
wie sie ist. Und das tun wir eben miteinander. Das tun wir hier im Deutschen Bundestag, das tun wir in der politischen und gesellschaftlichen Debatte und das tun wir natürlich auch in den Diskussionen mit den Bundesländern. Und ich habe gerade schon darauf hingewiesen, dass die Inzidenz ein sehr guter Indikator ist, kein abschließender, aber ein sehr guter Indikator für das Infektionsgeschehen und für das, was darauf folgt. Und zum Beispiel, weil gerade die Intensivstation angesprochen war, einer Politik werde ich mich nicht anschließen, dass wir immer erst warten, bis die Intensivstationen richtig voll sind, bevor wir Maßnahmen ergreifen. Das ist nicht mein Ansatz zur Verminderung von Leid. Da haben wir eine unterschiedliche Auffassung im Zweifel. Und schon hat der Minister das Spielfeld von Zahlen und Fakten wieder verlassen. Um es kurz zu machen, noch manch ein Mandatsträger hatte versucht, Jens Spahn zu irgendeiner konkreten Aussage zu drängen, mit äußerst bescheidenem Erfolg. Immerhin, der Minister hat zugestanden, dass eine Null-Inzidenz unmöglich zu erreichen sei und hat auch erklärt, dass die Bundesregierung nicht beabsichtige, eine Mauer zu errichten. Bei der Gelegenheit wird es eine Inzidenz von Null dauerhaft nicht geben können, außer sie ziehen eine Mauer um dieses Land. Und das ist jedenfalls nicht unsere Politik und unser Ansatz.